Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge ARK. Ja, eigentlich PlayStation 4, ich bin hier gerade auf PC, aber das ist nur ein Grund, den zeige ich euch gleich. Heute zum Thema, wie kann man sich Bosse cheaten, wie kann man sich Bosse tamen. Ich will es euch heute mal kurz zeigen, ich wurde es in den Kommentaren des Öfteren gefragt, deshalb dieses Video. Wer es schon weiß, okay, wer es nicht weiß, nice. Jo Leute, wir starten gleich los. Ich bin jetzt hier auf meiner Singleplayer-Welt auf PC, weil einfach ich hier alle Chat-Cheats habe, schnell habe, ohne dass ich bei der PlayStation alles eingeben muss. Gleich mal vorweg gesagt, hier auf The Island ist möglich zu cheaten der Megapixelfuss, der Dragon und die Brutmutter. Die drei sind möglich zu cheaten, alle anderen kommen nicht. Also der Oversa, also der Endboss in der Tech-Höhle, der kommt nicht. Der Rockwell spawnt hier nicht, der spawnt auf Aberration, da funktioniert es. Und der Manticore spawnt hier auch nicht. Also auf der Island gehen nur diese drei und diese drei bedingt. Warum bedingt? Ich zeig's euch. Die Brutmutter geht tadellos. Ihr könnt ganz normal mit der rumlaufen, könnt mit der schlagen, könnt mit der auch das Spinnnetz rumschleudern, die Giftattacke machen, also das geht alles super. Das passt, funktioniert alles, ihr seht, das Gift fliegt, es ist alles super, es läuft. Also ihr könnt die voll nutzen. Wie kommt ihr zu der? Ganz einfach, ich zeig's euch. Ihr schnappt euch eine Brutmutter, sprich den Cheat. Ich hab's probiert mit, GM Summon. Abstand, Doppelstrich nach oben, Spider, RLL, Unterstrich Charakter, Unterstrich BB, Unterstrich Easy, Unterstrich C, Doppelstrich nach oben und dann das Level eingeben. Nein, das geht nicht. Ihr könnt nur die Spinne so spawnen, wie sie kommt. Ihr könnt sie nicht gezähmt spawnen und ihr könnt sie nicht nach Wunschlevel spawnen. Das geht nicht. Also spawnt ihr sie einfach so. Und dann schaut ihr gleich rauf, geht wieder ins Menü und geht auf Force Tame und bam. Ihr habt die Brutmutter getamed. Ihr seht, Level 50, die kämpft jetzt gegen ihre eigenen Kinder. Ironie des Schicksals, ne? Aber ihr seht, wir haben jetzt... Ja, der Affe ist natürlich auch gleich zur Hilfe gekommen. Der einzige, der nicht kommt, ist der Drache, weil der Drache scheiße ist. Aber da kommen wir gleich drauf. Also ihr seht, mit Force Tame habt ihr die Spinne dann als die eure und... Läuft. Könnt ihr ganz normal nutzen. Jetzt gehen wir mal zu unserem Freund, den Affen. Da muss man ganz nah gehen, dass man mit denen was machen kann, also reiten kann. Schauen wir mal, ob wir da rauskommen. Mit den Affen können wir jetzt auch voll nutzen. Also das Schlagen, das Schmeißen. Das ist das, was der Gute kann. Mehr kann er hier leider nicht. Alles andere ist nur mit Mods. Aber... Läuft, ne? Also so ein Level 2 Barer, den klatscht er weg für nix. Gut, wie bekommen wir den? Ganz einfach auf die gleiche Art und Weise. Und zwar habe ich, schau gleich nach oben. Guter Tipp, schaut gleich nach oben. Denn wenn ihr dann den Cheat eingibt und Force Tame, dann schaut ihr schon in die richtige Richtung. Und zwar, ihr seht, ich habe alle ausprobiert, den Rockwell, den Endboss, alle. Aber sie gehen eben nicht, ne? Also der Cheat dafür. Zusammen, Abstand Gorilla, Unterstrich Charakter, Unterstrich BB, Unterstrich Easy, Unterstrich C, bestätigen und dann gleich wieder auf Force Tame. Aber ihr müsst ihn natürlich treffen, ne, auf Force Tame, sonst bringt es euch nichts. So, er wurde gezähmt, das passt. Jetzt flippen noch die Affen ein bisschen aus, aber sollen sie. Haben wir einen Affen am Start. Also ihr seht jetzt, sie sind jetzt alle auf dem Haufen, sie sind ja am Kämpfen. Und somit haben wir auch den Affen am Start. Mit dem Drachen ist es komplett gleich, den Cheat einfach mit Dragon. Und dann bekommt ihr ihn, auch wieder mit Force Tame. Problem, der Drache ist verbuggt. Ihr seht, da oben schwebt einer und da vorne schweben zwei. Ich habe es natürlich öfter probiert mit verschiedenen Cheats. Mag nicht. Der mag nicht. Warum mag er nicht? Ganz einfach. Lass mich mal rauf.
ihr könnt aktuell nicht mal gehen mit dem. Ihr könnt nichts klicken, also nicht angreifen und ihr könnt nur diese Attacke machen. Wenn ihr dann diese Attacke ein, zweimal gemacht habt, kann er gehen. Und auch laufen, ne? Aber ihr könnt ihn nicht lenken. Ihr könnt fliegen. Aber ihr könnt ihn nicht lenken. Der geht nicht zu lenken. Es geht nicht. Kann er nicht. Nö. Und deshalb sage ich, der ist echt buggy. Ihr seht's drüben. Ja, wir sind Gott sei Dank im GCM-Modus. Da können wir fliegen. Weil er kann sie nicht, ne? Ihr seht, wir haben hier einiges an Drachen am Start und alle schweben nur blöd in der Luft, weil sie total buggy sind. Die kann man einfach so nicht nutzen. Wie gesagt, Brutmutter geht, Megapitico geht, alle anderen gehen leider nicht. Weder der Rockwell, ihr müsst da in die richtigen Regionen sein. Ich packe euch den Standard-Cheat unten in die Videoinfo von allen Bossen, auch von der Tech-Höhle. Falls jemand mal in der Tech-Höhle so einen spawnen will, kann er machen, kann er probieren. Und das war's auch schon vom heutigen Video. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Wie gesagt, alle Informationen dazu unten in der Videoinfo. Und vergesst nicht, jeden Montag und Donnerstag auf meinem Twitch-Kanal, der Sari-TV, kommt ARK-Livestream oder auch andere Spiele, vorzugsweise ARK. Und zwar von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.